Es ist die Haushalt 2023 beschließen. Ich möchte deshalb auf drei Punkte eingehen für den Bundeshaushalt, die aus meiner Sicht besonders wichtig sind. Als erstes, wir schaffen mit diesem Bundeshaushalt Rekordinvestitionen für Deutschland. Insgesamt 71,5 Milliarden Euro und damit 20 Milliarden Euro mehr als im vergangenen Jahr und schieben damit ganz wichtige Zukunftsprojekte an, wie beispielsweise die gesetzliche Aktienrente. Das Thema Planungsbeschleunigung ist uns besonders wichtig, Einwanderung oder auch das Thema BAföG, was wir mit diesem Bundeshaushalt absichern werden. Als zweites schaffen wir mit diesem Bundeshaushalt auch eine Rekordentlastung, insbesondere für die hart arbeitende Mitte in Deutschland, für die Familien, von insgesamt 50 Milliarden Euro bei den Steuern und beim Kindergeld. Das ist gerade in diesen schwierigen Zeiten, glaube ich, eine sehr wichtige Botschaft, dass wir dort den Inflationsausgleich durchsetzen und direkte Entlastung bei den Menschen in Deutschland erreichen. Und als drittes ist es uns in einem krisengeprägten Jahr gelungen, die Schuldenbremse für den Bundeshaushalt einzuhalten und gleichzeitig krisenbedingte Ausgaben solide zu finanzieren. Wir reduzieren die Neuverschuldung für das Jahr 2023 gegenüber dem aktuellen Jahr um 2/3 und helfen gezielt über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Sie wissen, dass wir derzeit an einer Gaspreisbremse arbeiten, die zum kommenden Jahr kommen soll, und an einer Strompreisbremse. Auch das ist in diesen Zeiten ein sehr wichtiges Signal. Die Zinsen werden sich im kommenden Haushalt gegenüber dem Jahr 2021 verzehnfachen, die Zinsausgaben des Bundes. Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir für den Haushalt die Schuldenbremse einhalten. Das ist aus meiner Sicht kein Anliegen nur der FDP, sondern es ist im Interesse aller Menschen in Deutschland und insbesondere der zukünftigen Generation, die wir nicht mit weiteren Schulden und weiteren Zinsbelastungen belasten wollen. Die Schuldenbremse auszusetzen, könnten wir uns nicht länger leisten. Ich will das an der Stelle deutlich sagen. Und die Schuldenbremse für alles Mögliche auszusetzen, wie es manche in den letzten Monaten sich vorgestellt haben, ist nicht finanzierbar. Und deswegen ist es richtig, dass wir zur Schuldenbremse für den Haushalt 2023 zurückkehren. Und ich will das auch vor dem Hintergrund der aktuellen Inflationssituation in Deutschland sagen. Weitere Ausgaben im Bundeshaushalt, die zusätzlich konsumtiver Natur werden, die würden die Inflation weiter anheizen. Das heißt, die Schuldenbremse ist in dieser Zeit eben auch eine Inflationsbremse und deshalb der FDP besonders wichtig. Mit dem bereits beschlossenen Sondervermögen für die Bundeswehr und dem Abwehrschirm gegen die Energiekrise helfen wir aber zweckgebunden, ganz gezielt, da, wo es in diesen Krisenzeiten notwendig ist. Das ist auch die richtige Reaktion auf eine strukturell schädliche Politik in der Vergangenheit, meine Damen und Herren. Und ich bin davon überzeugt, dass es im Nachhinein besser gewesen wäre, wenn die Große Koalition für die Corona-Krise genauso vorgegangen wäre, nicht den Bundeshaushalt für alles Mögliche zu öffnen, sondern ganz gezielt die Krise gegen die Krise anzuarbeiten und dort entsprechend für eine Finanzierung zu sorgen. Wenn ich mich beispielsweise an die Haushaltsberatung in der Vergangenheit während der Corona-Krise erinnere, da ist dann alles Mögliche finanziert worden über den Bundeshaushalt, weil die Schuldenbremse ausgesetzt war, beispielsweise Investitionen in Wald und Holz. Das kann durchaus sinnvoll sein, aber hatte damals mit der Corona-Krisenbewältigung nichts zu tun. Und vor diesem Hintergrund konzentrieren wir uns eben auf die Krisenbewältigung über die sogenannten Sondervermögen, die offen und transparent sind auf der einen Seite, und auf der anderen Seite halten wir die Schuldenbremse für den Haushalt ein. Das war das erste Thema. Das zweite sind die aktuellen Debatten über das Thema Erbschaftssteuer, von denen Sie sicherlich gehört haben. Sie wissen, dass zum 1. Januar 2023 hier neue Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das Ganze geht zurück auf Gesetze der unionsgeführten Bundesregierung, genauer gesagt von Seiten der CSU und von Horst Seehofer. Denn seinerzeit sind Bewertungsregeln für Immobilien eingeführt worden, die jetzt dazu führen würden, dass Immobilien eben höher bewertet werden und damit unter Umständen höhere Erbschaftssteuerzahlungen notwendig werden. Ich will an der Stelle sagen, dass das keinesfalls nur Menschen mit hohem Einkommen betrifft, sondern ganz normale Familien der Mitte, die beispielsweise das Haus ihrer Großeltern erben. Und wir haben uns ja innerhalb der Koalition darauf verständigt, dass wir zusätzliche Belastungen
der Mitte in Deutschland vermeiden wollen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir uns innerhalb der Koalition darüber unterhalten, dass die Freibeträge bei der Erbschaftssteuer, ähnlich wie es wir beim Inflationsausgleich bei der Einkommensteuer gemacht haben, dass auch bei der Erbschaftssteuer die Freibeträge angepasst werden. Das wäre unbürokratisch und schnell möglich. Auch hier einen Inflationsausgleich zu schaffen, würde eben auch dort die Mitte der Gesellschaft im Rahmen der Erbschaftssteuer entlasten. Und das dritte Thema, über das ich sprechen möchte, ist das Thema Bürgergeld. Da laufen ja zurzeit die Verhandlungen im Rahmen des Vermittlungsverfahrens zwischen Bundestag und Bundesrat. Und ich will an der Stelle noch mal eines feststellen. Die seinerzeitige Sozialstaatsreform mit der Einführung des Arbeitslosengeldes II, also von Hartz IV, stößt mittlerweile an ihre Grenzen. Wir stellen fest, dass es nicht mehr dazu beiträgt, dass Menschen aus der Arbeitslosigkeit in den Arbeitsmarkt eintreten, sondern sie teilweise sogar vom Arbeitsmarkt ferngehalten werden, weil die Arbeitsanreize, insbesondere beim Hinzuverdienst, nicht mehr funktionieren. Und deswegen ist das Bürgergeld uns ein wichtiges Anliegen. Die eine Seite ist die Erhöhung der Regelsätze. Da gibt es ja Konsens zwischen Koalition und Opposition. Aber wichtig ist uns die strukturelle Veränderung, insbesondere bei den Hinzuverdienstregeln, die Arbeitsanreize zu erhöhen. Denn Hartz IV funktioniert heute nicht mehr. Und deswegen müssen wir das fordern und fördern, auf neue Beine stellen und es schaffen, dass es hier mehr Arbeitsanreize gibt. Deswegen würde ich mich freuen, wenn auch das ein Teil des Vermittlungsergebnisses am Ende ist, dass dieser Kern des Bürgergeldes, dieser Kern dieser Sozialstaatsreform erhalten bleibt, weil es ein besonderes Anliegen einerseits meiner Fraktion, meiner Partei war, aber zum anderen insbesondere für all diejenigen, die auf Fordern und Fördern setzen, auf Arbeitsanreize setzen. Diejenigen müsste es nicht nur zufriedenstellen, sondern insbesondere zu einer Zustimmung bewegen. Und ich will an der Stelle eines sagen, wenn wir, wie es teilweise die Union in den letzten Tagen und Wochen gefordert hat, lediglich die Regelsätze erhöhen, ohne aber die Hinzuverdienstgrenzen anzupassen und damit die Arbeitsanreize zu erhöhen, dann wäre an der Stelle aus meiner Sicht nichts gewonnen und es wäre keine echte Reform. Mit der FDP-Fraktion wird es eine Reform geben, nur wenn Arbeitsanreize auch gestärkt werden. Eine alleinige Erhöhung der Regelsätze kann es aus meiner Sicht deshalb nicht geben. Und das letzte Thema, was ich kurz ansprechen möchte, insbesondere weil es die Medienlage der letzten Tage noch einmal bestimmt hat, mit dem Eröffnungsspiel gestern in Katar, ist die Fußball-Weltmeisterschaft. Man muss an dieser Stelle noch mal eines ganz klar sagen. Die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft an Katar war im Nachhinein ein absoluter Fehler der FIFA. Das hat sich ja nicht nur in den letzten Jahren schon rauskristallisiert, sondern jetzt, wo die WM gestartet ist, wird es für alle Menschen noch einmal mehr sichtbar. Für diese Fehlentscheidung des Fußball-Weltverbandes kann allerdings unsere Nationalmannschaft nichts. Und deswegen drücken wir natürlich dem Team vom Hansi Flick in diesen Tagen für ein gutes Turnier die Daumen. Der Sport und die Einhaltung von Menschenrechten lässt sich nicht trennen. Das muss man in aller Klarheit sagen. Und ich hoffe, dass auch nach dieser Fußball-Weltmeisterschaft die Debatte über die Vergabe von Großereignissen, von Sportgroßereignissen wie Weltmeisterschaften nicht abreißen wird. Und das Präsidium der FDP hat heute Morgen einen entsprechenden Beschluss gefasst, dass die Vergabe solcher Ereignisse in Zukunft auch an demokratische und Menschenrechtsstandards gebunden werden sollte. Stichwort Vergabekodex. Das ist aus meiner Sicht eine sehr gute Idee, die ich auch als Fraktion unterstütze. So viel von meiner Seite und ich bin für Fragen offen. FDP-Fraktionschef Christian Dürr, der sich vor den Verhandlungen zum Bürgergeld noch mal ganz deutlich für die Reform ausgesprochen hat, vor allem für die Erhöhung der Hinzuverdienstgrenzen und dann eben auch noch ein Statement zur WM in Katar, die